So, da sind wir auch schon wieder. Ich bin auch gerade kräftig am Durchboffen. Und dann können wir auch schon weitermachen. Dann lass mal gucken. Ich gucke und renne in die falsche Richtung. Wir müssen ja da langs. Aber bevor wir da reingehen, lass mal noch gerade hier gucken. EP ist EP. Wie viel fehlt denn noch? Ah, auch nicht mal so viel. Aber hier ist ja, glaube ich, sonst gar nichts mehr. Nee, ne? Sieht nicht so aus, das heißt, wir können gleich da reingehen. Tun wir das auch. Moment, ich speichere gerade so mal noch ab. Hab keine Lust, da nochmal alles durchzubuffen und so weiter und so fort. Obwohl diese Dämonen unerwartet waren, ist es eure Ankunft nicht. Ich habe sie schon einige Zeit glasklar in meinen Visionen gesehen. Was dachtet ihr, wie lange ihr vor uns fliehen könntet? Ihr habt unsere Splitter gestohlen, sie durch eure Berührung besudelt und nun werdet ihr sterben. Kalakza! Ihr habt Chantra gegen ihren Willen entführt und dafür werdet ihr bezahlen. Glaubt mir, wenn er erstmal auf eurer Fährte ist, seid ihr verloren. Wisst ihr, dass ihr nicht in der Lage seid, auch nur irgendwas von mir zu verlangen? Ihr werdet für eure Verbrechen büßen, zusammen mit diesem zerbrechlichen Geschöpf, welches das letzte Jarrow-Blut in sich trägt. Was haben wir überhaupt so Schlimmes getan? Diplomatie, auf geht's. Ihr kennt eure Verbrechen. Es gibt keinen Grund, sie aufzuzählen, nur um die Verurteilung zu verzögern. Ich hab da noch nicht mal was gestohlen. Also zumindest mal nicht absichtlich, das Teil. Das war doch irgendwie... ja, wir haben es ja noch nicht mal gestohlen. Wir haben es nur jetzt aufbewahrt. Das ist ja noch nicht mal schlimm, oder? Was wollt ihr von Chandra? Das Gleiche, was ihr von ihr wollt. Sie ist die letzte bekannte Nachkommin desjenigen, der uns ein Silberschwert gestohlen hat. Ah, okay. Der hat also eins der Silberschwerter gestohlen. Ihr kennt die Antwort bereits. Die Zeit für eure Schwindeleien ist vorbei. Die hat so lange Sprechpausen, das gibt's ja gar nicht, ey. Aber Emin Jarrow ist vor langer Zeit gestorben. Ja, das Leben der Menschen ist viel zu kurz. Aber ihre Sünden werden an ihre Verwandtschaft vererbt und so wurde Emin Jarrows Vergehen an seine Nachfahren weitergereicht. Tolle Logik. Wie soll die euch zum Silberschwert führen? Irgendwo in ihren Gedanken befindet sich das Wissen, das ich suche. Ich werde keine Erinnerung und kein Stück ihres Selbst unberührt lassen. Und wenn ich habe, was ich brauche, werde ich sie töten. Wie nett. Dam, 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 dam. Was nun? Ja, was wohl, ne? Beenden wir das Ganze. Genug davon! Wisset, dass ich euer Gesuch anhöre und euch diese letzte Gelegenheit biete, für euer Vergehen zu büßen. Mein Gnadensangebot ist folgendes. Ich gewähre euch und euren Gefährten einen kurzen, schmerzlosen Tod, wenn ihr mir freiwillig die Splitter aushändigt, die ihr gestohlen habt. Sprechpause. Punkt, Punkt, Punkt. Interessant, das gleiche Angebot wollte ich euch gerade machen. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr solche Reliquien meines Volkes behalten könnt? Oh, was macht die denn jetzt bitte? Sie gehören euch nicht. Merkwürdig. Ich habe nun alle, die ihr bei euch hattet. Und doch scheint ihr immer noch einen zu besitzen. Rüst, die hatten es denn geklaut, oder was? Ihr tragt einen Splitter des Schwertes in euch. Das ist ein gutes Versteck. Und ich werde ihn euch wegnehmen. Mit Gewalt!
Kamera. Okay. Ah, okay. Okay, ich muss mal ganz kurz hier Aua weg. Weiß ich gerade gar nicht. Kannst du dich schon mal um... nee, das spare ich mir auf. Attacke! Du sollst dich doch da hinten um dieses gottverdammte Portal da kümmern. Natürlich. Könnte sie auch mal hier die angreifen. Wo ist denn der Zwerg, bitte? Ach, der ist auch hier. Ich habe Feinde ausgemacht. Ich trage zu viel, um mich zu bewegen. Stehen bleiben. Sofort. Verdammt. Das gibt's ja nicht. Genau, in so einem Augenblick, ey. War ja mal wieder nur klar. Was hab ich denn schon wieder so Schweres bei mir, Mann? Ich hab doch kaum was bei mir. Also kaum was. Sich zum verrückt werden hier. Ach, komm, drauf geschissen. Nee. Zwerg, mach dich nützlich. Haltet mir den Rücken frei. Nimm das. Jetzt ist das Ding halt auch mal weg. Können wir jetzt auch mal loslegen hier. Greifst du auch an? Ja. Ja, denn der Zwerg tut weh, ne? Wieso stirbt die nicht? Ihr denkt, es ist vorbei. Ihr liegt falsch, Galaxa. Und ich hoffe, dass der Schmerz, den ihr hier verbreitet habt, euch tausendfach widerfährt. Sprechpause. Die Königin der Leichname wird von meiner Niederlage erfahren. Jawohl, aber zu spät. Was auf euch zukommt, wird Rache genug sein. Wir hätten das auch ohne Kampf klären können. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Wir waren nie diejenigen, die ihr zu fürchten hattet. Indem ihr euch uns widersetzt, schadet ihr eurem eigenen Volk und allem in eurer Ebene. Die Gefjellti werden euch nicht länger angreifen. Dies war unser letztes Bollwerk zur Bergung der Splitter. Es wird keine Angriffe meines Volkes mehr geben, weil es keinem Zweck mehr dient. Ihr habt euer Schicksal besiegelt. Zweck? Fragezeichen. Die Splitter, die ihr tragt, werden benötigt. Der Splitter in euch, alle werden benötigt. Ganz ruhig, alles wird gut. Das Böse erwacht, Kalaktsch. Und durch meinen Tod steht ihr nun allein gegen das, was noch kommt. Du lebst doch noch, chill doch mal. Und was ist das, Fragezeichen? Ein uralter Feind kommt euch holen. Einer, der seit Jahrtausenden existiert. Ihr habt die Auswirkungen seiner Anwesenheit bereits gespürt. Und ihr werdet mit der Zeit immer stärker.
Dieser Feind, dieser Fürst der Schatten, wenn seine Pläne aufgehen, wird eure Zivilisation zu Staub und alles Leben wird durch die Dunkelheit verzehrt. Sprechpause. Wer ist der Fürst der Schatten? Ich werde euch im Tod wiedersehen, Kalatscha. Ich glaube nicht, dass ich lange warten muss. Du lebst doch noch, verdammt. Ich nehme alles zurück. Meine Güte. Zwerg, was ist deine Aufgabe? Ich trage im Moment etwas viel Gepäck. What? Folgt mir! Ja, Leute, wir müssen unbedingt rasten, buffen und dann nix hier raus, hier verkaufen. Ah, guck mal, die Chantal, die lebt ja noch. Also, immer noch. Ich wollte doch gar nicht mal rasten. Ist ja jetzt frei. Kaum war der Kampf vorbei, war die auch immer frei. Elefantür. Oder Elefanten. Elefant wahrscheinlich. Na egal. So. Ich bin es langsam leid. Irgendwann müsst ihr euch von mir retten lassen. Sonst kann ich meine Schuld nie begleichen. Auf dem Rückweg nach Niewinter habt ihr genug Gelegenheit, eure Schulden bei uns allen zu begleichen. Ihr bringt mich ja alle erst in Gefahr. Ich zahle nicht eine Münze. Dann entlohnt mich auf andere Art. Mein Kissen ist nachts etwas kalt. Das könntet ihr sicher ändern. Wenn ihr euch derartige Dinge nur mit Drohungen erkaufen könnt, bedauere ich euch, Bischof. Ihr verletzt mich oder spricht aus euch die Eifersucht. Keine Sorge, ich werde früh genug für euch Zeit haben. Mann. Ich würde gerne erst die Elefantenfreske untersuchen, bevor wir zurück zur Flaschenpost gehen. Na komm, wenn ihr eure Zunge nicht im Zaun haltet, Bischof, schneide ich sie euch ab. Ihr verteidigt das Bauerngehör? Verstehe. Warum, kann man ja deutlich sehen. Vielleicht waren meine Worte schlecht gewählt, wie diese Reise hier. Da wir nun unseren kostbaren Schatz haben, wollen wir weiter. Nein, ich würde noch gerne hier ein paar Sachen mal angucken, hier noch irgendwie was mitnehmen und... Da sind ja noch lauter Türen und alles. Der war so schwer, das hat man sogar gehört im Inventar, ey. Boah. Gleich heißt's wieder. Gleich kommt's wieder. Oh doch, ich hab gerade gedacht, er beschwert sich wieder, dass er zu schwer beladen ist, unser Packesel hier. Oh, cool, der ist ja gar nichts. Oh, wie geil. Oh, wie cool, da ist ja noch mehr nix. Oh, cool. Da kann man auch nichts machen. Was da hinten schön ist. Noch mehr leerer Raum. Oh, das ist ja cool. So, also, wenn du willst, können wir jetzt abhauen. Wie, ne? Geht nicht? Das ist aber doof. Ich hätte dann gleich sagen, komm, wir hauen ab. Was ein Scheiß. Ah, dann laufen wir halt raus. Wenn uns jetzt nichts Großartiges anderes übrig bleibt. Oder? Nö, ne? Das ist dann natürlich richtig bitter hier. Kacke. Menno. Naja. Laufen wir halt ein bisschen. Hält den Körper fit. Macht auch Spaß. Wenn ich über... Geht doch. Stimmt, wir wollen ja noch das Klingenwesen holen. Ja, stimmt, da war ja was. Das hätte ich jetzt auch fast vergessen, Mann. Aber auch nur fast. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da vorne war es doch irgendwo. Da ist er ja, mein süßes Konstrukt. Oh, wie putzig. Ja. Junge, ich will dich mitnehmen. Der mag mich irgendwie nicht, kann das sein? Ja. Junge, ich will doch nur mit dir. Ja?
Puh, das gibt's doch nicht. Warum funktioniert das jetzt nicht? Mann. Menno. Ach, dann halt nicht. Schade. Hätte jetzt gehofft, das würde irgendwie gehen. Wie kam er denn hier wieder raus? Ich glaube, da vorne links, oder? Glaube ich mal, ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Ist immer noch kein Ausgang hier. Hinten sieht so aus wie so ein Ausgang. Ah, da ist er ja. Ausgang! So, da würde ich ja mal sagen, bevor wir jetzt wieder Augenkrebs bekommen, speichern wir jetzt einfach mal ganz fix ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.